Ich habe echt nicht drauf geachtet, dass es eine Bedingung ist, nicht ins Wasser zu kommen. Und es wäre ja noch einfacher geworden, glaube ich. Denke ich mir. Man weiß es nie, aber... hat sich nicht schwer angehört. Nun denn. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte schon ändern, indem ich neu starte, aber... sehe ich keinen Sinn drin. Da sehe ich ehrlich gesagt keinen Sinn drin, Leute. Ich glaube, das passt so. Stören. Bäm, Borgia-Turm befreit. Jetzt sind nur die Sklaven da raus. Seid ihr wegen der Hure hier? Ayutate me! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Erst nimmt er mein Geld und dann tötet er sie. Alter, das nimmt dem... okay. Jetzt bin ich aber wirklich sauer. Kämpfe auch noch. Das ist gut. Aber sie sterben trotzdem an. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wie man abwehrt. Die arme Hure. Also ich weiß nicht, wie man da ins Wasser fallen soll. Aber die haben auf jeden Fall alle ein bisschen Geld dabei. Das finde ich gut. Die schnappe ich mir nämlich. Die Münzen, die sie dabei haben, die brauchen sie ja eh nicht mehr. Was sagen wir, was für ein Abschaum braucht schon Geld, vor allem tote Abschaum. Ne, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man abwehren soll. Haben sich das geändert? Kann ich das nachgucken irgendwo? Wann das? Optionen da. Steuerung. Kann ich ja nicht aussuchen, wie was ist. Nee, das war das nicht. Da habe ich auch keine Ahnung. Rom, okay. Haben 33,3% aller Borgia-Türme besiegt. Okay. Keine Ahnung, wie das geht. Haben sie das geändert? Nun denn. Gehen wir mal zurück, aber vorher holen wir uns noch den Arzt da. Ich könnte mir auch die Armbrust kaufen für das Geld, das ich habe, ne? Arzt bringt ja sowieso dann mehr Geld. Müsste aber auch beides gehen. Spätestens wenn ich hier bei dem verkaufe. Heilung, Gesundheit, Egel! Egel! Nee. Ja, das sollte passen. Indische Diamanten sind auch einiges wert, finde ich gut. Juwelenkopfschmuck finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Das war's. Kommt jederzeit wieder. So, und jetzt haben wir auch genug, um uns eine Armbrust gleich zu kaufen. Oder jetzt eigentlich direkt bei dem hier. Wir wollen auch unser Einkommen erhöhen, deswegen kaufen wir auch eh alles.
Ich fertige auch eine Auswahl an Verzierungen für Balkone. Für Balkone. Die Armbrust verschießt Bolz schnell und präzise, um Gegner aus der Distanz zu eliminieren. Sie eignet sich gut für lautlose Angriffe. Okay. Armbrustbolzen. Was soll das sein? Ich hab mir doch gerade erst eine gekauft. Okay. Das kriegen wir dann hin. Gegner zu erfassen und nichts halten, um zu zielen, loslassen und zu schießen. Ja, ist halt wie beim Dingens. Denke ich mir. Können wir uns die auch noch holen? Ja. Die Stelle können wir auch noch renovieren. Und was mit dem Dach? Wird das auch renoviert? Anscheinend schon. Aber die Stadt wird immer wertvoller. Also, das Geld, was ich mache, wird immer wertvoller oder immer höher. Ich würde auch gerne so 24 Minuten verdienen im Real Life. Nur die angesehensten Kunden. 1900 noch was. Aber mehr Geld habe ich gerade nicht. Also ich habe noch ein bisschen dran. Sparen wir erstmal wieder, bevor wir wieder Geld ausgeben. Das tut mir so leid, aber die Buche ist tot. Entschuldigung. Warum? Ich bin nur gehüpft. Gehüpft bin ich. Das hat überhaupt nichts mit dem Kettenhänden. Kettenenden. Nicht in Kettenhänden. Auch nicht mit Kettenhemden. Er meinte, wir werden in Kettenenden. Ja. Hier schnell. Aus dem Weg, ihr Wachen. Keine Ahnung, ich reite nicht gerne mit dem Pferd durch die Stadt. Ich weiß auch nicht gerade viel schneller. Vor allem, weil es hier alles so eng ist. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob wir richtig laufen. Ja, tun wir jetzt über die Brücke und dann nach links. Gibt es einen Grund für diesen Irrsinn? Okay. Was für ein Irrsinn? Was hörst du wieder, Dame? Niemand weiß, was sie von uns will. Naja, finde ich auch. Ich bin halt der beeindruckende Willi. Genau. Nun denn, nun denn. Nach der Story-Mission können wir auch wieder einen Borgia-Turm machen. Wie ihr seht, haben wir schon ein Drittel aller Türme. Hier gibt es gar nicht so viele. Aber ist ja auch nicht Teil 2 von der Größe her. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere. Wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen.
Okay, Schwesterchen, dann zähle ich auf euch. Mit dem Architekten sprechen, um die 2500 Rosanführer mit den, von den Slavenhändlern zu renovieren. Die habe ich schon ausgegeben. Ich bin pleite, sorry. Muss jetzt noch ein bisschen Geld machen. Na, 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 ich bin pleite, Leute. Ich kann euch nichts geben. Wobei, ich könnte vielleicht gucken, ob auf der Bank schon wieder was ist. Dann hätte ich vielleicht das Geld. Muss ich aber erstmal eine Bank suchen. Ja, wusste ich doch nicht. Ich habe renoviert, das ist auch wichtig, ja. Das ist doch auch wichtig. Kann machen mit dem Borgia-Turm. Der sollte auch 900 dabei haben. Und bis dahin ist bestimmt auf jeden Fall was auf der Bank. Sicher sein kann ich mich nicht, aber... Oh, dieses... Drecks-Dingens da links. Die ganze Zeit dieser Tipp, ich habe kein Geld. Ich hab's ausgegeben. Naja, nicht das sehe. Da ist der, okay. Schleichen wir uns von hier ran. Diesmal mit der Armbrust. Und hoffen, dass wir mit der Armbrust einen Armbrust kennen. Und diesmal bitte nicht so dumm springen. Bei dem anderen Turm oder bei dem gleichen, ich weiß gerade nicht. Hier von mir aus, aber der mich. Nein. Der kriegt mich nicht. Das ist die Frage, wie ich den hier kriege. Wo soll denn der sein? Da drunter? Dann müsste ich vielleicht auf die andere Seite. Das wäre vielleicht besser. So hier in dem Fall dahin. Und wenn er von hier aus. Nein. Also doch so ein bisschen. Tja, dass ich nicht frei mit der zielen kann. Weil dann rennt er bestimmt weg, wenn ich den erschieße. Egal, ich muss es einfach machen. Ah, der geht weg. Schade. Zumindest rennt er nicht weg. Er wandert umher. Vielleicht doch eine Chance. Den nach und nach rauszulocken. In sein Verderben. Da hat sich gerade wenigstens etwas anvisiert. Naja, aber so kann ich nicht ziehen.